Mitgliederzahl 736. Abgegebene Stimmen 707. Ungültige Stimmzettel 3. Mit Ja haben gestimmt 395 Abgeordnete. Und somit hat der Bundestag den neuen Bundeskanzler von Deutschland gewählt. 369 Stimmen waren notwendig für eine Kanzlermehrheit. 29 Stimmen liegt er darüber. Jetzt kommt aber die alles entscheidende Frage. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Scholz, nehmen Sie die Wahl an? Das war laut und vernehmlich. Herr Bundeskanzler, ich gratuliere Ihnen im Namen des ganzen Hauses zu Ihrer Wahl. 736 Mitglieder hat der neue Bundestag. 707 Stimmen wurden heute abgegeben. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP verfügen zusammen über 416 Stimmen. Die Erwartungen an die künftige Bundesregierung sind bereits sehr hoch. So fordert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag eine schnelle Entlastung der Unternehmen in Zeiten der Pandemie. Gewerkschaften und Umweltverbände fordern detaillierte Fahrpläne für Investitionen in den Arbeitsmarkt und den Klimaschutz. Die Erwartungen in der Bevölkerung gehen derzeit allerdings meist nicht über eine Amtszeit hinaus. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur rechnen 20% der Befragten damit, dass die von dem SPD-Politiker geführte Ampelregierung von SPD, Grünen und FDP vor der nächsten Bundestagswahl auseinanderbricht. Weitere 44% gehen davon aus, dass Scholz 4 Jahre im Amt bleibt, aber dann nicht wiedergewählt wird. Nur 16% erwarten eine zweite Amtszeit des heute 63-Jährigen. Und gerade einmal 1,3% der Befragten trauen Scholz zu, so lange wie seine Vorgängerin Angela Merkel im Amt zu bleiben. Ganze 16 Jahre.